In der kalten Jahreszeit ist so ein Ingwer- oder Kurkuma-Shot ein richtiger Wärmespender und das Wohlbefinden wird dann nochmal zusätzlich erhöht, wenn ihr euren eigenen Ingwer und Kurkuma aus dem Garten geerntet habt. Und ich möchte jetzt so eine kleine Serie starten, weil ich so Fragen bekommen habe, wie ich persönlich Ingwer und Kurkuma anbaue, und heute widmen wir uns der Voranzucht. Wenn ihr das Permakulturprojekt unterstützen möchtet, dann könnt ihr es unter anderem im Spreadshirt-Shop machen. Da könnt ihr unter den folgenden Logos aussuchen, was ihr denn auf euren T-Shirts, Pullovern, Schürzen, Cappies und alles Mögliche haben möchtet. Da könnt ihr mal gerne ein bisschen reinschauen. Weitere Möglichkeiten sind jetzt zum Beispiel, wenn ihr Hilfe braucht. Ich gebe auch gerne Webinare in Sachen Permakultur, schleimfreier Heilkost oder zum analogen Feld. Und natürlich auch Tai Chi, wer da ein bisschen in die Richtung auch gehen möchte, Qigong, ein bisschen mehr den Körper fühlen, da könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Da habe ich jetzt auch schon einige Erfahrungen sammeln dürfen. Und zum Abschluss natürlich, wenn ihr einen eigenen Garten habt, dann darf natürlich auch nicht samenfestes Saatgut bei euch im Garten fehlen. Hier habe ich unzählige Tomaten, Gurken, Melonen. Alles Mögliche, was ich so bei mir jetzt die letzten Jahre angebaut habe, ist alles samenfest und freut sich darauf, bei euch im Garten zu landen. Wenn ihr mich zum Beispiel auf Telegram verfolgt, dann habt ihr bestimmt auch meine Bilder zur Voranzucht für Ingwer und Kurkuma gesehen. Mit der habe ich begonnen und da habe ich einige Fragen bekommen, worauf man denn darauf achten soll, wann man die vorziehen sollte, wo die dann alle hinkommen und alles Mögliche. Also der ganze Anbau von Kurkuma und Ingwer hier jetzt in Deutschland. Gibt dazu auch schon einige Videos auf YouTube, aber ich werde jetzt das selber für euch nochmal meine Methoden nochmal zeigen oder wie ich das jetzt zum Beispiel mache. Und ich habe jetzt auch begonnen mit der Ingwer- und Kurkuma-Voranzucht. Dabei habe ich mir einfach Bio-Ingwer oder Bio-Kurkuma geholt beim Supermarkt. Und da ist es auch manchmal so, wenn die ein bisschen länger liegen in der Wärme, dann kann es auch manchmal sein, dass Ingwer und Kurkuma schon ausgetrieben irgendwo in den Regalen liegen. Das hatte ich bei mir letztes Jahr, da habe ich so viele Kurkuma ausgetriebene Pflanzen angenommen, dass ich dann keinen Aufwand mehr hatte. So einer sind Sie. Jetzt habe ich keine gefunden, die ausgetrieben sind, und dann habe ich mir einfach ein paar Knöllchen und vom Ingwer und vom Kurkuma besorgt und habe die erstmal, weil die halt solche Triebe bzw. Augen nennt man die, und aus jedem Auge könnte ja theoretisch gesehen ein Austrieb kommen. Da habe ich die meisten Knollen, also bei dem Ingwer habe ich eine größere Knolle gehabt, die ich dann halbiert habe, beziehungsweise auch mehrere Stücke geschnitten habe, da wo halt die Augen ist. Da habe ich zum Beispiel von einer Knolle 4 bis 5 Stückchen rausgeschnitten. Beim Kurkuma, die waren halt so klein, da habe ich mir immer, die habe ich dann einfach halbiert. Und da habe ich die zuerst mal auf einen Teller eine Nacht lang, also einen Tag und eine Nacht lang trocken liegen gelassen, damit halt die Schnittstellen abtrocknen und da sich kein Schimmel oder ähnliches bildet. Und das ging halt dann recht sicher. Also der erste Schritt halt, wenn ihr die Knollen anschneidet, diese Schnittstellen abtrocknen lassen, damit sich da kein Schimmel bildet oder ähnliches. Dann im Anschluss, was ich jetzt gemacht habe, sollte man jetzt unbedingt auch jetzt im November oder Dezember machen, weil halt Ingwer und Kurkuma, ich war auch in Costa Rica in diesen Gegenden, da kann da ein Jahr ungefähr kultiviert werden, bis der dann Blüte geht und dann Ernte reicht wird und so. Deswegen versuche ich auch hier in Deutschland schon im November anzufangen, also bis halt kurz vorm Frost ist meistens Oktober, November, wo ich die halt letztens auch geerntet habe. Und ich versuche die halt dann schon so lange in der Voranzucht zu haben, dass ich die halt im November bis zum Dezember versuche austreiben zu bringen. Also es kommt manchmal vor, dass halt die innerhalb von einer Woche austreiben, kann natürlich auch ein bisschen länger dauern. War bei mir letztes Jahr auch so, dass die halt bei 10, 1, 2 Wochen gedauert hat, bis die angefangen haben zu auszutreiben. Und ich lasse die halt austreiben bei einer Zimmertemperatur. Und die stehen halt bei mir in Wasser, aber auch nicht zu viel Wasser, dass die dann komplett im Wasser stehen, sondern nur leicht im Wasser, so oberflächlich, so 1-2 cm. Damit die da schön austreiben können und sich da nicht jetzt unbedingt Schimmel bildet. Und wenn die dann austreiben, dann nehme ich kleine Anzuchttöpfchen zuerst mal und
steck die dann da rein und lass sie dann erstmal ja, so wachsen in den Töpfchen, wenn sie ein bisschen größer werden und austreiben. Dann kommen sie in größere Töpfchen, also dann immer weiter pikieren bis zum Mai hin, also bis es dann komplett frostfrei sind, weil die halt recht wärmebedürftig sind und kälteempfindlich. Und das ist dann recht schade, wenn die dann zu früh rauskommen, durch die Kälte dann einen Schock bekommen und nicht mal richtig weiter wachsen. Genau, also so gehe ich dann jetzt erstmal vor. Ich habe unten LED-Lampen und alles und viele verschiedene Weißlichtlampen, die jetzt auch hier stehen für das Video. Und da wachsen die dann auch recht kompakt heran, weil sonst wären die ein bisschen länglicher. Das ist mir letztes Jahr auch passiert, dass sie dann riesen Pflanzen draus werden, aber die sollen ja kompakt und schön mit Wurzeln wachsen. Kurz zusammengefasst, den ersten Schritt, den ihr jetzt auch machen könnt, den ich auch jedem empfehlen kann, wenn ihr euren eigenen Imbam-Kurkuma anbauen möchtet, dass ihr euch erstmal Bio-Kurkuma bzw. Bio-Ingwer einfach aus dem Supermarkt holt oder beim Bioladen oder wo auch immer, bei eurem Bauern des Vertrauten. Leck mir am Arsch, ich geh raus hier! Sucht euch da ein paar Knollen raus, halbiert sie, wenn ihr mehr Knollen haben möchtet, um auch Geld zu sparen, und lasst sie dann trocknen. Und dann, wenn die getrocknet sind, die Stellen einfach im Wasser einlegen, bis die austreiben und dann in die Erde damit. Das ist jetzt die Vorgehensweise, die ich auch dann bei mir mache und dann auch später nochmal mit den LED-Pflanzen arbeiten. Oder vielleicht könnt ihr auch ein bisschen ausprobieren auf einer Südseite, wenn dann da viel Licht reinkommt. Oder könnt ihr auch ein bisschen ausprobieren. Aber das ist jetzt erstmal das Erste, die Voranzucht von Ingwer und Kurkuma. Kann etwas länger dauern, das könnt ihr dann auch in Angriff nehmen. Weitere Videos folgen dann, wenn es dann soweit ist, wenn ich dann den Kurkuma und den Ingwer dann auspflanzen möchte. Bei mir in den Garten, dann zeige ich auch, wo ihr den auspflanzen könnt, welche Bedingungen ihr benötigt und alles, auch wenn ich das schon in den Videos erklärt habe, aber nochmal separat für euch. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren, wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und gerne könnt ihr mir auch in die Kommentare eure Erfahrungen mit Ingwer und Kurkuma schreiben. Freut mich sehr dann auch von euch zu lesen. Vielleicht habt ihr auch neue Impulse und Inspirationen für mich. Und sonst findet ihr unten in der Videobeschreibung weitere Links, zum Beispiel die auf meiner Webseite für Unterstützungsmöglichkeiten für mein Projekt, also Spreadshirt. Coachings biete ich an. Ihr könnt mich auch unterstützen über Patreon oder PayPal, alles Mögliche unten in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr da auch vorbeischaut. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.